Jo Leute, was geht? Web on One ist am Start. Und wie ihr schon im Titel gesehen habt, gibt's wieder was richtig brandgeiles von Pandomoto, was Neues. Und ganz ehrlich, diese Jeans hier, die kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht wirklich. Und darum geht's auch gar nicht, weil das, was ich unter dieser Jeans trage, ist die Innovation. Das ist eine handelsübliche Jeans, die würde bei jedem Sturz sofort wegrubbeln. Aber das, was da drunter ist, das ist mal richtig nice. Also, die hauen immer einen raus, die haben immer was Neues. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eben zu einem geilen Spot, wo ich das euch ein bisschen zeigen kann. Mega geil! Ja, Freunde, wie ich euch schon gesagt habe, geht es um die Hose, die ich unter der Hose trage. Und ich wüsste gar nicht, wie ich es euch anders erklären soll. Ich ziehe mich mal eben schnell um, wa? So, ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Also, das ist die Hose. Das ist quasi vergleichbar mit einer Skiunterwäsche. Das ist schon richtig geil. Wir haben hier vorne Protektoren, die sind sehr weich, formbar. Aber der Aufprall, ich merke gar nichts am Knie. Also, das ist wirklich, die halten auf jeden Fall sehr gut. Alter, es ist unangenehm, hier an der Straße sowas zu machen. Oh Mann, ey, was ich für euch alles tue hier. Aber ich fand die Location so geil. Die habe ich spontan gerade gefunden. Dachte, komm, machst du einfach. Zieh los. Hüftprotektoren, genau das gleiche, hier mit dem schönen Pandomoto-Logo. Und dieser Stoff hier, ihr merkt schon, der ist ultra elastisch, überall. Was noch sehr geil ist, fahren wir jetzt nicht um, Baby. Was sehr geil ist, ihr könnt problemlos die Hose anziehen, weil ihr hier so Fußschlaufen habt. Schön hier mit Tennissocken, geil. Wenn ihr hier so Fußschlaufen habt, wenn ihr die Hose drüber zieht, die Hose bleibt, wo sie ist, das ist optimal, Leute. Jetzt bin ich jetzt gerade so eine Stunde, anderthalb bin ich schon ein bisschen rumgefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich echt geil an, ey. Man spürt sie gar nicht unter der normalen Hose. Also ich muss sagen, sitzt echt geil. Hier oben haben wir noch einen Gummizug, womit man das noch oben enger machen könnte. Boah, bin ich außer Puste hier. Puh, wo man es enger machen könnte. Aber sonst, wie gesagt, ich habe super Beinfreiheit, alles passt, alles ist geil. Also wie so eine Skiunterwäsche unter einer normalen Jeans. Wirklich mega. Also ich kann mir auch mal drauf hocken nochmal. Wenn ihr seht, wo die Knieprotektoren dann sind. Bleib stehen, Mäuschen. Ne? Knieprotektoren richtig schön am Knie. Hüftprotektoren hier an der Seite. Das sitzt, das passt. Natürlich auch reißfest. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur Protektoren hat oder so, sondern das ist auch reißfest. Man muss aber dazu sagen, Leute, das ist für Cruiser. Für Langsamfahrer zur Arbeit fahren, zur Schule fahren, unter der normalen Kleidung, unterm Anzug zum Beispiel so tragen zu können. Es gibt sowas, dieses hier, das ist das Skin UH1 und es gibt das Shell UH1 noch. Das ist ein Shirt, was man noch darunter ziehen kann. Das heißt, man kann quasi wirklich eine komplette Sicherheitsunterwäsche anziehen unter der normalen Kleidung und man ist safe as. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Was soll ich noch groß dazu sagen? Ich finde es mega geil. Ich finde, das ist nochmal eine super geile Ergänzung zu Bobberfahrern, zu, weiß ich nicht, GS-Fahrern, die zur Arbeit fahren oder so. Das ist schon was sehr, sehr Feines und ich finde, das ist nochmal eine ganze Revolutionsstufe krasser als eine normale Kevlar-Jeans. Und ich bin echt gespannt, das weiter testen zu können. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao. Kleiner Tipp von mir, Link in der Beschreibung.